Hallihallo und einen schönen guten Abend aus dem wunderschönen Alanya an der türkischen Riviera. Und ich bin gerade runtergefahren, hier um was in der Apotheke zu holen. Bin hier mal durch die Stadt gelaufen, also durch den Ort, wo wir wohnen, ja. Und wollte euch mal ein kleines Update geben, wie ist es jetzt hier, wie ist die Stimmung hier, wie viel ist los. Und man sieht es hier, die Beachclubs haben noch teilweise offen. Es sind auch Leute am Strand. Es sind jetzt immer, wenn Sonnenuntergang ist, wir waren gestern in den Bergen hier von Alanya, war total schön. Und haben auch einen Sonnenuntergang uns angeguckt, in der Nähe vom Terrasse-Café. Richtig toll, jetzt sind ganz viele Leute gerade am Strand, auch darunter, und gucken sich den Sonnenuntergang an. Der ist jetzt hier so 18:30, 18:45, also kann man sich dann relativ früh angucken. Danach geht man was essen zu Hause oder geht halt mal in ein Restaurant. Und muss sagen, jetzt ist es wieder richtig viel los, aber so auf eine angenehme Art und Weise. Ja, im Sommer war es jetzt hier tatsächlich recht voll. Also man hat mir ja auch berichtet, unser Hotel war voll. Die Türkei war übrigens dieses Jahr das beliebteste Reiseziel der Deutschen. Hat Spanien vom Platz 1 verdrängt, so wie zum Thema, die Türkei ist Audi, die Türkei ist zu teuer. Es ist immer noch ein Ort, wo man wirklich noch bezahlbar Urlaub machen kann, obwohl es auch viel teurer geworden ist als vor ein paar Jahren. Das liegt aber halt einfach daran, dass der Euro nicht mehr viel wert ist. Ne? Verstehen manchmal die Leute nicht. Ich kann es nur mal versuchen zu erklären. Hier haben wir eine hohe Inflation. So. Dann hast du eine relativ starke Währung wie den Euro oder den Dollar, dann müsstest du hier leben können wie Gott in Frankreich. Ja? Wenn aber der Euro auch abkackt und der Dollar, dann kannst du hier nicht mehr leben wie Gott in Frankreich, weil du hast zwar einen hohen Wechselkursding, aber das Geld ist halt nichts mehr wert. Ne? Du kriegst nicht mehr für 2000 Euro hier zwei Wochen als Familie, sondern musst halt jetzt 5000 Euro zahlen. 2000 war es dann vielleicht vor 10 Jahren oder 15 Jahren oder 20 Jahren. Es ist halt einfach teurer geworden und das Geld ist halt nichts mehr wert. In Deutschland ist es ja genauso. Die Mieten sind gestiegen, Öl ist gestiegen, Gas ist gestiegen, Strom ist gestiegen, alles Mögliche, Autos sind teurer geworden und so weiter und so fort. Und das merkst du halt dann auch hier, ne? Auch Elektronikgüter und sowas, ist halt einfach so. Also es ist viel los, aber es ist halt teuer, aber man kann zum Beispiel, wenn man hier eine Ferienwohnung hat, kann man immer noch recht günstig Urlaub machen, weil man hat halt das hier umsonst. Also ich bin jetzt gerade hier runtergefahren und das kostet einem halt gar nichts. Hier sind ja ganz viele Leute, die haben hier ihre Decken mitgebracht, Stühle mitgebracht, hier nur da, wer hier Mindestverzehr oder irgendwas, bisschen was dafür bezahlen oder da auch. Und wenn man da was isst oder was trinkt, dann muss man nichts für die Liegen hier bezahlen. Finde ich sehr, sehr gut. Gibt auch welche, die gehören zu irgendwelchen Hotels. Da müssen die oder halt auch zu irgendwelchen Wohnanlagen. Da müssen die Leute nichts bezahlen. Auf jeden Fall, das kostet halt nichts. Und das Essen hier auf dem Markt und mal irgendwie auch mal essen gehen, das ist hier nicht so teuer, wenn man die richtigen Ecken kennt, vor allem im Essen gehen. Ne? Es gibt dann irgendwie, gerade in Alanya drin sind die Restaurants recht teuer. Hier in Mahmutla sind viele wirklich günstig. Wenn man eine Seidenstraße geht und hat dann sein Lieblingsrestaurant gefunden, kann man hier immer noch sehr, sehr, sehr günstig und lecker essen gehen. Also das ist auf jeden Fall noch top. Ja? Ich hatte mal vor einigen Wochen, ich glaube es war Anfang, nee, vor einem Monat war das. Das war genau in der ersten Septemberwoche. Da hatten dann die Ferien überall aufgehört, die Sommerferien. Und da war eine Woche tatsächlich, da war Mahmutla hier wie eine Geisterstadt. Da war kaum jemand auf den Straßen, war nichts los, da waren gerade die Sommerferien zu Ende. Überall, auch in England, Norwegen, in Deutschland, in den letzten Bundesländern und. Und da war hier wie eine Geisterstadt, ja. Und war in der Apotheke, war nichts los, 6 Angestellte da. Und so, was macht ihr denn hier? Ich kenne die ziemlich gut. Und weiß nicht, um Mist und so. Und eine Woche später ging es wieder los, ne, dass es wieder richtig voll wurde. Weil dann halt die Flüge billiger waren. Die Flüge sind günstig. Ich hab, selbst in der Saison kriegt man noch relativ günstige Flüge. Natürlich, wenn man mit mehreren Personen fliegt. Gerade in Schulferien, dann wird es teuer. Wir haben Freunde, die haben sich eine Ferienwohnung in Afşalar gekauft und wollten da jetzt hin, werden dahin fliegen. In den Herbstferien, so viel ich weiß. Und die Flüge sind von Nürnberg aus extrem teuer. Und die würden jetzt sehr viel Geld dafür bezahlen, weil sie halt da direkt in den Herbstferien fliegen. Ne? Deswegen ist es dann immer so eine Sache. Wenn man ein bisschen flexibel ist, jetzt gerade wenn man halt in Sommerferien herfliegt, man hätte jetzt 6 Wochen Sommerferien in Deutschland, dann fliegt man halt 3 Tage später los, vielleicht von einem anderen Bundesland, ja, wo man mal 200 Kilometer fährt, lässt das Auto dastehen,
in irgendeinem auf einem Bezahlpark, das haben wir früher auch oft gemacht, mit einem kleinen Transfer kommt man dann zum Flughafen, zahlt da mal 100 Euro, dass das Auto da mal steht ein paar Wochen und kann dann herfliegen und kann tolle Urlaub haben, fliegt wieder zurück. Das geht immer noch, aber wenn du nur eine Woche hast, die du nutzen kannst oder 10 Tage, ist das halt richtig, richtig blöd. Ne? Da kann es dann richtig teuer werden. Und ansonsten sind die Flüge wirklich günstig. Ich bin ja letzte nach Düsseldorf geflogen auf die Caravansalon. Das war auch ein günstiger Flug und das war auch noch am Ende von Ferien, aber nicht von NRW. Ja? Und muss ganz ehrlich sagen, dass jetzt so viel los ist, wie jetzt ist, gefällt mir eigentlich am besten. So mittelfiel los, sehr viele Leute, die hier Ferienwohnungen haben. Ne? Wir haben auch gerade Freunde hier zu Besuch, die reisen morgen dann aber ab. Die haben sich hier noch eine zweite Wohnung gekauft. Das passiert so oft, nicht leider, sondern zum Glück. Die Leute sind hier, wohnen das erste Mal in ihrer Wohnung, die sie sich hier gekauft haben, merken, wie geil das hier ist und merken so, hey, jetzt gerade jetzt ist ein super Zeitpunkt zu kaufen, weil die Preise sind runtergegangen ohne Ende. Ich habe das ja schon vor ein paar Monaten gesagt, ey, jetzt kommt die Zeit zum Einkaufen und das ist es. Hier gibt es wirklich teilweise Objekte, die sind fast so günstig wie vor 3 Jahren, aber nur fast. Es geht nicht mehr auf dieses Ding runter. Also es ist immer so eine Wellenbewegung wie mit Aktien, wie mit Kryptowährung, wie mit Gold. Da kaufst du mal für 2000 Euro Gold ein, dann geht es wieder auf 1700 runter oder 1500, jetzt ist es aber bei 2,3 oder so. Das ist halt einfach so und so ist das mit Wohnungen halt auch. Ne? Man muss es halt sehen. Es ist halt ein Investment in ein anderes Land außerhalb von Europa, in ein anderes Ökosystem und das diversifiziert natürlich auch Vermögen. Ja? Freunde von mir, die jetzt halt hier sind, die kommen aus der Karibik, die haben in der Karibik sehr viele Immobilien und jetzt haben sie hier mal schon dann bald 2, wenn das alles abgewickelt ist und es geht alles mit einer Vollmacht. Und ja, dann haben die schon mal 2 Länder, aber die würden wahrscheinlich gerne 3 oder 4 Länder haben, um das alles so ein bisschen über den Globus zu verteilen, dass wenn es irgendwann mal irgendwo Probleme gibt, die halt abgesichert sind. Ne? Die haben auf jeden Fall jetzt hier eine Wohnung, wo halt viele Leute schon drin wohnen können. Eine zweite Wohnung, die man auch ganz toll als Ferienwohnung nutzen kann, auch für Gäste oder halt auch dann für langfristige Vermietung. Das müssen die dann nochmal irgendwann sehen, aber sie wollen halt jetzt erstmal das alles ein bisschen aufteilen. Kann ich auch verstehen, ja. Ich hätte unter Umständen auch gerne noch ein weiteres Land, aber ich merke das immer wieder, wenn du halt hier vor Ort bist und du kannst deinen Besitz ablaufen oder abfarmen im Quad, ja, dann ist das halt schon ein Riesenvorteil, weil du merkst gleich, wenn irgendwas mal nicht in Ordnung ist. Ja, kannst es gleich schnell günstig reparieren lassen oder kannst mit der Verwaltung reden und so. Wenn du niemanden hast, der halt immer mal wieder nachguckt, ist halt blöd. Ne? Ich kann auch hier nur jedem empfehlen, der hier eine Wohnung hat, macht einen Deal mit euren Nachbarn oder mit irgendjemandem und zahlt ihnen Geld, ja, dass die dann halt wirklich mal reingucken, euch vielleicht ein WhatsApp-Video schicken oder ein Foto oder so, dass sie mal einmal die Woche die Nase reinhalten. Das ist sau viel wert. Ne? Es gibt natürlich Anlagen und Stockwerke, die sind nicht so anfällig, aber wenn man halt ganz unten ist oder unterm Dach, dann sollte man vielleicht schon mal hin und wieder reingucken, gerade jetzt im Winter, wenn es viel regnet. Ne? Das ist schon wichtig. Ja? Kann man mit der Verwaltung reden, in der Aqua-Residenz gibt es sehr nette Verwaltung, dann steckt man denen mal was zu und sagt, hier ist der Schlüssel, sowieso gut, wenn die einen Schlüssel haben, falls mal irgendwas ist, damit die rein können, wenn auch irgendwas auf dem Balkon geflogen ist oder irgendwas ist passiert, ein Vogel ist gegen die Scheibe geflogen und liegt da rum und zappelt oder eine Katze hat sich verirrt. Immer besser, die haben mal Schlüssel, um auf Notfall reinzukommen. Und denen kann man auch sagen, dazu, tu mir doch einen Gefallen, guck doch hinterher wieder mal nach, hier habt ihr Geld. Wenn ihr das gut macht, dann schenke ich euch ja nochmal was zu. Sowas in der Art, ja. Dann hat man keine Sorgen, ja. Und hat sich auch ein gutes Verhältnis zu der Verwaltung oder zum Hausmeister, wie auch immer man das macht, ja. Man muss halt so ein bisschen socializen, das müsste man in Deutschland halt auch, ja. Und ja, auf jeden Fall ist es sehr, sehr schön hier. Wir sind nur sehr, sehr kaputt. Also wir haben ja jetzt 6 Wochen gekämpft für neue Schule für unsere Tochter. Unsere großen Jungs sind ja jetzt auf einer anderen Schule. Und die finden es ganz gut da. Ist okay. Ich habe gerade nochmal gefragt, wie sieht's aus? Nö, ist okay. Also nicht völliger Begeisterung, aber auch keine Ablehnung. Kein Weinen am Schultor, habe ich heute Morgen in der Grundschule gesehen, dass irgendein russischer Junge da nicht in die Schule gehen wollte, weil er keinen Bock hatte oder weil er was auch immer. Hat sich mit Händen und Füßen gewehrt. Also das ist es nicht, ja. Aber wir haben so ein paar andere Baustellen gerade noch. Man muss noch ein bisschen nacharbeiten mit allen möglichen Sachen. Es ist halt einfach anstrengend, ja. Muss man mal sagen. Wir sind jetzt auch ganz schön kaputt. Wir sind ja jetzt auch schon ein bisschen älter. Übrigens vielen, vielen Dank für die ganzen Glückwünsche zu meinem Geburtstag.
Ich hatte ja am Samstag ein Video veröffentlicht, ne, am Sonntag nicht, das heute ist Montag, genau. Und habe gesagt, dass ich 50 geworden bin. Ich bin am Samstag 50 geworden, vielen Dank. Hatte eine super, super schöne Feier mit Freunden von mir bis 7 Uhr morgens. Um 7 Uhr morgens lag ich im Bett. Wir haben einfach nur zusammengesessen, haben einen ganz leckeren Whisky getrunken, auch viel Eis. Ich habe mich eine Eiswürfelmaschine gekauft vor ein paar Wochen und mit ganz, ganz viel Eis und haben uns unterhalten und haben geredet und haben nochmal mitten in der Nacht Essen bestellt, um 1.30 Uhr morgens oder so, hatten die noch Hunger und dann haben die sich ihr Essen bestellt, dann kam noch irgendwie Salate und Pide und sie haben noch Adana Kebab bestellt, genau, und das wurde in der Nacht dann auch geliefert. Ich find's so geil hier, kann man nicht anders sagen, es ist einfach ein Paradies und Service steht hier an erster Stelle und du kriegst hier halt alles rund um die Uhr, wenn du willst, ne, und hatte wirklich eine sehr schöne Feier, aber halt nicht mit Tanzen und so, mache ich auch manchmal, ja, dass ich mal ein bisschen auch mal tanzen gehe im Club, auch mit meinen Kumpels und dann mal ein bisschen Spaß habe und so, aber ja, ich muss halt morgens halt immer fit sein. Momentan bringe ich auch meine Tochter morgens immer zur Schule, gucken, wie, ob wir dann irgendwie uns ein bisschen besser einspielen, dass das hier Alexander vielleicht demnächst mitmachen kann, das klappt sicherlich und dann hätte ich auch mal die Möglichkeit mal auszuschlafen, weil ich übernehme meistens am Wochenende die Aufstehschicht, ja, nur mal als Erklärung, wie man in der Familie sich so aufteilt, wenn man doch ein paar Kinder hat. Ich mache meistens am Wochenende morgens immer samstags und sonntags, dass die Alexander sich da mal ausruhen kann, dass ich dann meistens aufstehe und Frühstück mache und mich um meine Tochter kümmere und ein bisschen mit ihr spiele und meistens mache ich auch mit ihr zusammen Frühstück, mache Pancakes und dann nochmal ein paar Eier oder mache ein paar Pommes noch in der Heißluftfritteuse. Meistens machen wir so einen Brunch am Wochenende und lasse sie dann so lange schlafen, wie es geht. Und sonst war es immer so, dass ich mich montags oft nochmal ausschlafen konnte, dass ich dann auch mal den Montag hatte, um einfach mal zu sagen, ich stelle mir keinen Wecker. Und ansonsten habe ich meistens morgens irgendeinen Termin oder eine Sitzung, dass ich halt nicht länger schlafen kann. Ne? Und es ist halt wichtig, sich aufzuteilen mit den Verantwortlichkeiten. Ja? Genau, nur so als Erklärung. So, wir schwenken noch einmal hier über das wunderschöne Meer. Und das ist immer da, das kostet nichts. Ja? Das ist halt eine Qualität hier, das gibt's gar nicht. Und ich gehe jetzt mal zu meinem Quad zurück, fahre nach Hause, muss aber noch Brot kaufen, weil heute Abend gibt's Linsensuppe. Das essen wir einmal die Woche.